Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Manic Mansion auf dem NES. Und es hat tatsächlich jemand gefragt, das ist doch gar nicht die NESC-Version. Hier, guckst du mal, hast du überhaupt keine Ahnung, du Depp. Ja, dann zeige ich euch mal was. Etwas, was man in unserer Version nicht machen kann. Und nur für euch. Nur für denjenigen, der das geschrieben hat, der das unbedingt wissen wollte. So. Jetzt wird Peter dieses Spiel hassen. Wer ist denn Peter? Ja, der von... weiß ich nicht. Ist auch egal. So, nach einem kleinen Cut sehen wir uns wieder. Und dieser Hamster ist nur für dich gestorben. Du Kommentator. Das bedeutet für dich Albträume. Und für mich lecker essen. So, jetzt kann's losgehen. Dave trifft seine Freundin Edna. Und ihr seid total dabei. So, einmal schnell auf Wendy. So, schnell rein da. Wie? Hallo? Bis sicher her, bis die Polizei kommt. Ich freue mich. Das heißt, kann die zwei schnappen? Oder steht jetzt, bin ich mal interessant. Ist jetzt Dave da im Raum? Das muss keinen Sinn machen, ne? Beziehungsweise halt. Obwohl. Das war doof. ich hätte mir noch den Schlüssel schnappen können. Wenn ich sowieso da war. Ist die Lampe. Ja, da ist nichts. Wo ist denn die Lampe? Da ist Light. Es werde Light. Ich bin's vielleicht auch Light. Hahaha. Hat's doch gerade gefunden. Da ist Light. Weil das Lustige ist natürlich, ihr seht ja, dass... willst du mich jetzt veräppeln hier oder was? Nein, ich will Dave. Das Lustige ist natürlich, dass Dave, ihr seht das, der... Da ist doch das Licht, da macht das doch an. Pixel Adventures. So, was ich jetzt als Vorteil habe, ich habe... alle Codes, die möglich sind. Weil wir können ja bekanntermaßen nicht an die Pflanze ran. Das heißt also, eigentlich können wir dieses Ende auch nur kriegen, wenn wir jetzt hier rumtricksen. Deswegen gucken wir jetzt mal, welcher Code das ist. Den ersten ist 3621. Das ist der nicht. Dann nehmen wir den nächsten. Das ist 123. 3-0. Das ist der auch nicht. Bin mal gespannt. 4-1-8-6. Passt. Ich freue mich. Schön. Das dürfen wir nicht zerreißen, weil den Umschlag brauchen wir ganz. So, jetzt könnten wir hier nach unten gehen. Wir können aber auch mal eben was ganz Tolles machen. Ich experimentiere mal eben. Nimm mal eben Sid, der auch mal eben kurz die Freude hat, Edna zu nerven. Dann kann ich mir nämlich den Schlüssel holen. Dann habe ich den auch gleich. Den brauchen wir zwar nicht, aber ja, wenn mir einer das so präsentiert, dann nehmen wir das auch gleich. Und dann machen wir als nächstes, kümmern wir uns um den Umschlag. Das heißt, wir müssen Fernsehen gucken. Wir müssen den Umschlag öffnen, ohne ihn zu zerreißen. Da wird die Mikrowelle gleich noch eine wichtige Rolle spielen. Aber das machen wir eigentlich alles noch. So, du gehst mal wieder hier hin. Du rettest jetzt mal eben Dave. Ich weiß, das hast du in deinem Leben schon immer machen wollen. Okay, eigentlich wollte das kein Mensch, aber... Ach, ja, ein Visitor. Ich hab dich. Ja, ich hoffe, du bringst den jetzt auch nach unten.
Genau, bis ich mit deiner Mutter spreche. Ich wohne schon gar nicht mehr da. Ja und? Sei kein Frechdachs. Nee, das ist Dave. So, Dave darf jetzt einmal nach unten. Bei Dave wäre es jetzt auch vollkommen egal, ob der jetzt geschnappt wird, fällt mir gerade auf. Weil Dave hat ja den Schlüssel, den wir brauchen. Ach komm, Dave, dann warte doch einfach, bis sie kommt. So, dann bringen ihn auch nach unten. Dann sind sie alle da. Und dann retten wir jetzt mal eben kurz wieder die Abteilung. Ich will mal eben kurz was gucken. Ich gehe aber davon aus, dass der Raum immer noch auf ist, ne? Da stehen sie alle drei. Halt. Nicht rein. So, dann wollen wir mal. Dann öffne mal eben mit dem Old Rusty Key das Verlies und du darfst als Erster raus. Was ist das denn für ein Gag? Macht den jedes Mal wieder zu? Machen wir es da auf. So, alle raus. Die fällt jedes Mal zu. Okay, das ist auch definitiv anders. Haben sie jetzt die Edisons ein bisschen mehr Sicherheit bekommen, ne? Da sind sie. Hat Sicherheitsmitglied Duke Nukem sie beraten, ne? Jetzt wissen wir auch, wo der Duke jetzt arbeitet nach Duke Nukem Forever. Er arbeitet bei einer Sicherheitsfirma. Und da hat er wahrscheinlich auch immer noch Eier aus Stahl. Ist nicht mehr so beeindruckend. Ja gut, was wollen wir machen? Der Klempner macht den Gaswasser scheiße, also... Da hat Sonic ja tatsächlich besser getroffen. Obwohl, Sonic muss ja dann gern mal zum Wehr-Sonic werden und muss sich dann mit kleinen Mädchen... Also, ich glaube, die meisten Protagonisten mussten schon irgendwie für die müden Euro richtig leiden. So, Dave kommt jetzt auch noch nach oben. Und jetzt gucken wir mal, dass wir mal eben kurz das mit dem Umschlag machen. Also, wir brauchen den Umschlag... Der muss beschriftet werden und ich glaube, das lassen wir mal eben Wendy machen. So, Wendy braucht dann auch dementsprechend die Briefmarken. Batteries, Glowing Key, ist alles vollkommen egal. Die Stamps, genau, einmal ein Eimer Briefmarken nur für dich. So. Das brauchen wir nicht. Das Manuskript brauchen wir. Denn es muss ja verschickt werden. So. Yellow Key brauchen wir nicht. Paint Remover brauchen wir auch nicht. Was ist denn mal ein Paint Remover noch? Da ist das mit den Kabeln. Genau, die reparieren wir sowieso nicht. Glass Jar, genau. Wir brauchen den Glasbehälter. Genau. Und dann kann... wenn die jetzt auf ihre Reise gehen. Das wird Wendys letztes Abenteuer, denn wenn wir dementsprechend einen Vertrag haben, dann wird Wendy getötet. Und angeblich soll sich da was ändern. Ich weiß es nicht, aber so gesehen seht ihr nochmal komplett ein Ende. Und ich weiß, wahrscheinlich der eine oder andere will auch mal, dass ich noch irgendwann die PC-Version mache, aber das kann ich euch sagen, dass... Da sind wir dann aber schon Ende des Jahres, also dann aber mal gemach. Die ist sicherlich auch noch ganz lustig, aber ich glaube so 25 Mal das gleiche Spiel durchspielen, das muss dann nicht sein. Ich habe es deswegen gemacht, weil die Leute eben das mit dem Meteor sehen wollten. Und dann habe ich gesagt, komm, machen wir es einmal richtig. Das tun wir jetzt auch gerade. Na komm. Gehen wir zurück in die Küche und öffnen den Briefumschlag mit Wasserdampf. Aber natürlich die Hightech-Version davon. So, Use Envelope. Zup. Einmal on turn. Macht sie auch nicht auch Dingel? Ja, macht's auch. Turn off. Open.
Um einen guten Witz zu machen, das hatte ich da nicht so vor. Okay, ich hoffe, wir kommen jetzt nochmal an das Gebräu. Was möchtest du denn? Ja, don't touch me. Da sieht man übrigens, wie Sandy in der PC-Version richtig ein heißes Luder ist. Und hier ist es... Na gut, könnte auch die 45-jährige Mutter von was weiß ich wem sein, ne? Die irgendwie sich nochmal einfach beruflich beweisen möchte. So. Was ist das denn? Cutscene an Cutscene? Naja gut, sehen wir die auch mal, aber die wollte ich euch eigentlich nicht zeigen. Abgesehen davon finde ich die Musik grausam. Schalt es mal für 5 oder 6 Minuten ab, das ist okay. Das ist kein Thema, das passt noch ganz gut in die Folge. Das werden die tot. Na gut, immerhin hat sie den Roman schon geschrieben. So gesehen, mein Gott. Ja, genau. Und der Meteor und überhaupt. Und hört mal auf, weil die Musik ist grausam. My little beauty queen, soon will be all different. Ich freue mich, meine kleine Schönheitskönigin. Ja, Edna, die geile Braut. Oh. So, danke. Weg mit der bekloppten Musik. So, dann wollen wir mal gucken, kriegen wir den Umschlag oder geht er auch tot? So, dann haben wir den Umschlag, den wir öffnen. Das geht nicht. Du sollst den öffnen. Ja, geht auch. So, dann können wir eben den Umschlag auch mit... Ihr seht, welches Problem wir gerade haben. Digi, ihr wisst das gerade, ne? Da ist keine Briefmarke mehr. Da ist auch kein Manuskript mehr, denn Wendy ist ja tot. Ja. Ich mache Folgendes. Ich setze hier mal einen kleinen Cut, ein bisschen früher als sonst. Und dann stelle ich das einfach mal so dar, dass Wendy noch nicht tot ist und das werden die Gegenstände noch wunderbar rankommen. Bereite das schon mal vor, zeige euch dann, wie man das ins Paket wirft und dann machen wir weiter, wenn das Paket da ist. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Da ist die Alte einfach tot und nimmt alles mit. Dabei ist es doch eigentlich im realen Leben so, wenn jemand tot ist, dann wird geerbt. Kann man vielleicht eben, Moment. Nein, man kann nicht das Grab schänden. Nicht, dass ich es ausprobiert hätte. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.